Hallo Freunde, willkommen zurück zu Valkyria Chronicles. Ja, ich verliere langsam den Überblick, was jetzt tatsächlich in der letzten Episode passiert ist und was nicht. Ich habe jetzt allein heute alle Reports am Stück aufgenommen. Ich habe verschiedene Skirmishes gespielt und so weiter. Kriegt ihr alles zu sehen, aber nicht an einem Tag, sondern nacheinander. In einer der letzten Episoden jedenfalls wurden Alicia und Welkin vom Rest der Truppe getrennt. Und Alicia hat sich, glaube ich, den Knöchel verstaucht oder sowas. Was eigentlich eine relativ harmlose Sache ist, wenn man bedenkt, dass die von einer Mörsergranate getroffen wurden. Wie auch immer, ich habe das Gefühl, wir müssen uns jetzt ein bisschen durch die ganze Wildnis hier kämpfen, um zurück zur Squad 7 zu kommen. Wollen wir mal hoffen, dass das gut geht. Ganz nebenbei experimentiere ich auch noch gerade ein bisschen mit dem Sound und der Aufnahmemethode. In der Hoffnung, dass sich das alles ein bisschen stabilisiert, denn die Serie dauert noch eine ganze Weile. Und ja, ich möchte es eigentlich nicht alles mit Rauschen und Knacken und Tonspitzen da haben. Mal schauen, ob ich das noch hinkriege, im Zweifelsfall Kontaktspray. Alles klar. Die haben ein Lager mittendrin. Lass mich raten, der rote Kringel da oben sind wir. Nö, sind wir nicht. Scheint ein Fluss zu sein und eine der beiden Brücken ist zerstört. Das heißt, wir müssen über einen Engpass und wir müssen zu dem roten Kringel hin. Alles klar. Durch ein Waldgebiet, Wildnis und tralala. Allerdings sehe ich jetzt schon, das sind einige Grünflächen da unterwegs. Das heißt, wir haben Scouts mit guter Sichtweise und wir können uns leicht irgendwo reinwerfen. So, diesmal müssen wir beide evakuieren. Wir erinnern uns, in Bruhl mussten wir nur Welkin evakuieren, jetzt beide. Und wenn einer der beiden stirbt, ist die Sache Geschichte. Und natürlich 20 Spielzüge. Aufstellung können wir natürlich nicht mehr ändern. Das sind nur die beiden. Edelweiß haben wir auch keins dabei. Ich bin gespannt, wie viele Kommandopunkte wir haben. Okay, das heißt, der zweite Scout-Vorteil ist auch gleich für die Füße, unsere verbesserte Sichtweite. Das allerdings gilt auch für die Gegner, möchte ich hoffen. Das heißt, wir sind im Gras auch vor gegnerischen Scouts sicher. Ja. Nö, deshalb jammert sie so. Sorry, I don't know how much I can run like this. That's all right. You set the pace and I'll follow. Richtig. Oh, ich glaube, das war auch noch erwähnt in den... Is that sound of mortar? Im Briefing. Ja, in dem Mörsergebiet sollten wir uns vielleicht nicht aufhalten. Besser wäre das. No, their aim is too far off. They're probably trying to scare us out with it. If we're careful, we can predict where they'll fire and steer clear of the target area. Jawohl, ist ja zum Glück rot eingezeichnet unserer Karte. Gut, Alicia ist langsamer als Welkin, das heißt, sie gibt wirklich das Tempo vor. Humpel, humpel, humpel. Naja, ich glaube, sie ist immer noch schneller als ein Lancer. Mit Sicherheit schneller als ein Sniper. Fußgängermine. Was zur Hölle? Dazu hat Welkin bestimmt was zu erzählen. Hey, Welkin, what's that light? Ja, geh zum Licht, kleine Alicia. Oh, that's a luciferant. It's bioluminescent, the same sort of thing as a firefly. Mhm. Hey, wait. The luciferant feeds mostly on manure. There could be an animal trail here. Das heißt, wir sollen durch... Ich will jetzt nicht sagen, durch die Scheiße robben, aber im Prinzip genau das. With luck, it might let us sneak past without the enemy spotting us. Also da hätte ich keine Glühwürmchen gebraucht, sondern einfach gesunden Menschenverstand. Hier, möglichst durchs Gras robben, in Deckung bleiben und so weiter. So, gucken wir mal auf der Karte. Wie sieht es denn aus? Sie ist noch außerhalb der Mörserreichweite. Sieht ja gar nicht schlecht aus.
humpeln wir mal noch eine Ecke weiter. Scheint fast so, als wäre diese Mauer hier so ein bisschen die Grenze für den Mörser. Ja, da kommt sie souverän in Sicherheit. Das sollte kein Problem sein. Und Welkin hat, wie wir sehen können, massenhaft Bewegungsreichweite. Wir müssen nur ein bisschen wegen den Minen aufpassen. Wenn wir da aus Versehen reinlaufen, fehlt Welkin und dann ist die Mission gelaufen. So, mit Welkin nehme ich schon mal ein bisschen mehr Vorsprung hier. Die Frage ist, ist das clever, ihn zu beschießen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir machen es natürlich. Mal sehen. Haben wir ein Glück? Welkin ist ja mal sowas von einem schlechten Schützen. So, einmal hier durchs Gemüse. Wollen wir hoffen, dass wir in Sicherheit sind. Sollten wir aber sein. Ja, sieht gut aus. Dann bin ich mal gespannt, was der Mörser anrichtet. Ja, währenddessen im Hinterland. Reise nach Jerusalem. Da sind außerdem Suchscheinwerfer aufgebaut. Das sollten wir vielleicht nicht durchs Licht latschen. Direkt nach der Brücke ist zum Beispiel einer. Könnte knifflig werden. Sollten wir aber schon noch irgendwie hinkriegen. Okay. Mit dem Ding ist nicht zu spaßen. Also vorsichtig vorrücken. Hier bei der Brücke ist also der nächste. Und direkt nach der Brücke haben wir hier ein Stückchen Gras. Da könnten wir uns drin platzieren. Das ist noch außerhalb voll. Vorausgesetzt, wir bleiben aus der Ecke Gras raus. Also mehr so auf der rechten Seite. Aber ich glaube, das wird nicht ganz hinhauen mit Alicia. Wenn wir es mit ihr bis hierher schaffen, bin ich eigentlich schon zufrieden. Über die Brücke ist wahrscheinlich ein bisschen arg weit für die erste Runde. Allerdings glaube ich, habe ich eine Mine gesehen vor der Brücke auf der linken Seite. Genau, da ist sie. Super Sache, das. Dann hätten wir das bis zur Brücke geschafft. Wir kommen doch weiter, als ich gedacht hatte. Wir riskieren es einfach. Ach Leute, die habe ich doch schon lange bemerkt. Searchlights. This is bad news. Nee, gar nicht. What do you figure will happen if they see us? Oh, sie schlagen Alarm, der Mörser schlägt bei uns ein, die ganzen Wachen kommen an Grund und erschießen uns. Irgendwas oder eine Kombination. They'll radio our location to the mortars and we'll see them land a whole lot closer. Not high on my list of good things. We better keep our heads down out here. Mhm. Hat ein bisschen was von, ich weiß nicht, Stepptanz oder anderen langweiligen Aktivitäten. Das mit so einem Lag ist eine blöde Sache bei so einem Suchscheinwerfer. Okay. Can't beat the smell of fresh soil. Müsste noch im grünen Bereich sein. Bis da drüben hin schaffen wir es ohnehin nicht mehr, diese Runde. Oh Mann. Na, das kann ja eiter werden. Aber gut, Sona sollte jetzt keiner der Gegner bei uns sein. Schließlich schlägt hier gleich ein Mörser ein. Gesichtet wurden wir auch noch nicht, also haben die keinen Grund zu uns zu kommen. Ich schätze, die haben so eine Art feste Patrouillenroute, die die nach und nach ablaufen. Und da die alle da links sind, falls die Karte das hergibt, könnten wir hier direkt rechts hochlaufen. Ich glaube aber nicht dran, das wäre zu einfach. So wie die Landschaft gestaltet ist mit den ganzen Grasflächen und Hügeln und Laufwegen,
müssen wir dann wohl einmal noch außen rumlaufen. Wichtig wäre mir, Alicia mal in Deckung zu bringen. Weg von den Suchscheinwerfern. Yep, hier rechts kommen wir nicht rauf. Und da müssen wir hier durchlatschen. Aber wie gesagt, erstmal in diesem Grasflecken hier Deckung suchen. Da sieht uns der Suchscheinwerfer nicht. Da sind wir außerhalb der Mörserreichweite, aber nur ganz knapp. Ja, wird schon schief gehen. Wir haben ja hier noch diesen kleinen Schutzball. Sollte hinhauen. Als nächstes Welkin. Nicht durch die Mine latschen. Gotta love nature. See? So, Landminen überall. Hörst du auf? Das auch noch. Also, die mit ihren Sonderwaffen gehen mir schon ein bisschen auf den Keks. Wow, das hat gar nicht gereicht. Das ist schlecht. Aber immerhin, er liegt jetzt nicht mehr in Deckung. Und Welkin ist auch schon außerhalb der Mörserreichweite. Gotta love nature. Also Welkin braucht wirklich Edelweiß. Der ist ja ohne Panzer fast nicht überlebensfähig, so schlecht wie der schießt. Yes. So, das wäre gelöst, das Problem. Der ist auch weg. So, dann hätten wir ihn mal wieder weit genug bewegt. Nächste Runde dann Alicia nachziehen. Könnte lustig werden. Sie hat ja eine relativ weite Strecke vor sich. Ich glaube, da werden wir alle drei Aktivierungen brauchen, um sie auf Welkins Position zu ziehen. Die Patrouille dreht ihre Kreise. Ich drehe bald durch. Der Mörser dreht ab und wir sind wieder dran. Spitze! Natürlich nur ein bisschen lästig. Miep. Warum? Moving out. Gut, ändert aber erstmal nichts am ursprünglichen Plan. Erstmal Alicia ein bisschen aufrücken lassen. Wir müssen schließlich beide retten. Der Mörser wird irgendwo da drüben einschlagen. Ah, laut Minimap sind wir noch weit genug weg. Das könnte so klappen. Wunderbar. Das heißt, wir müssen Welkin dort wegbewegen. Die Frage ist jetzt, rücken wir weiter vor oder lassen wir uns zurückfallen? Zurückfallen ist auf jeden Fall die sichere Alternative. Vorrücken macht aber mehr Spaß. Der Suchscheinwerfer fährt nicht hin und zurück, sondern im Kreis. Das heißt, wenn wir dem hinterherlaufen, ach, sind hier nur zwei. Einer davon Stormtrooper. Teil die Immortal mal wieder. Die sind leider sehr stabil. So, ich glaube, hier lassen wir Welkin diese Runde mal stehen. View Event? Was zum? Ah! Verstehe. Super Sache das. Aber mit einer Aktivierung kriegen wir Alicia nicht durch diesen Mörser-Radius, da wir sie die Runde ja schon mal aktiviert haben.
Und das heißt, wir nehmen den Kommandopunkt mit in die nächste Runde. Und hoffen mal, dass die beiden auf ihrem Patrouillenweg da oben bleiben und nicht plötzlich glauben, sie müssten hier runterlatschen. Denn so ein Trooper macht das Welkin ganz schnell Nudelsieb. Oder andere unfreundliche Dinge. Wenn jeder der beiden noch einen Kommandopunkt für sich hat. Dann gehen sie dem Gegner bald aus. Hätte ich auch nichts dagegen. Wunderbar, jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe. Das ist gut. Dann können wir Alicia vielleicht mal hier ein bisschen zu uns rüberschleichen lassen. Mit dem langen Weg wird es natürlich ein bisschen knifflig mit ihr. Ich weiß aber nicht, ob sie schnell genug ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht schnell genug ist. Okay. Gegen den Uhrzeigersinn, damit gegen den Suchscheinwerfer zu laufen, ich glaube, das hätte sie nicht ganz gepackt. So haben wir jetzt ein bisschen Zeit gewonnen. Und wenn sie jetzt behandelt werden kann und dadurch schneller laufen kann, haben wir viel gewonnen. Sehr viel sogar. Here we go. Jawohl. Dann bin ich mal gespannt. Eine Ragnet-Blume, die alles heilen kann. Great. This is Ponissera. What's up, Welkin? Er will dir Blumen schenken. It's a wild herb that works well on bruises. Just have to grind the stem and leaves down. Alicia, let me put this on your ankle. It kind of stings, but I think it hurts a little less now. Also ein Betäubungsmittel, das heilt nicht unbedingt, sondern du spürst es nur weniger. Das heißt, du benutzt es weniger vorsichtig und machst vielleicht noch mehr kaputt. Eine super Sache das. Thank you, Welkin. Aha. Okay, let's push on ahead. We might find more Ponissera growing nearby. Jupp, jupp. Trotzdem sei vorsichtig mit dem Knöchel. Wir brauchen dich noch. Ganz kurzen Blick nach vorne werfen. Enemy sighted. Immer noch Tidy Mortal. Wir haben ja den Reichweitenvorteil. Und wir haben Welkins Präzision als Nachteil. Na, vielleicht kriegen wir zwei ins Ziel. Drei! Welkin, ich bin stolz auf dich. Ja, und durch den Reichweitenvorteil kann er mit seinen imperialen Waffen natürlich nicht mehr viel machen. Wir wissen ja, dass die Imperialen auf Schaden gehen, nicht auf Reichweite oder Präzision. So, wenn du nochmal drei triffst, hast du ihn. Welkin, guter Mann. Ich bin wirklich stolz auf dich. Das hast du wirklich spitze gemacht. Jetzt ziehen wir uns ein Stück zurück. Und wenn gleich der Nächste um die Ecke kommt, kriegt er möglicherweise Feuer von zwei Leuten. Oder der Mörser geht direkt auf unsere Position. Was irgendwie schlecht wäre. Ich glaube aber nicht dran. Ich glaube, die Mörser haben feste Position und wir stehen gerade zwischen zwei Mörserpunkten. Okay, das ist wahrscheinlich ein Scout, der uns gerade im hohen Gras vermutet hat und gesucht hat. Hat uns nicht gefunden, aber was beim ersten Mal nicht geklappt hat, muss ja beim zweiten Mal nicht unbedingt auch schief gehen. Also sucht er uns nochmal im Gras. Sah aber nicht so aus, als hätte er sich jetzt im Gras versteckt. Gut, wir können wieder ein Stück vorrücken. Wir schauen erstmal mit Welkin, wie es aussieht da vorne. Der ist hinterm Baum in Deckung. Hörst du auf? Das ist auf jeden Fall ein Scout. Okay, Welkin. Zwei Treffer. Beim anderen hast du drei geschafft. Go, go. Ich glaube, er muss sich nur mal warm schießen. So ein Gewehr hat er nicht oft in der Hand und
Na, passt schon. Gut, das fällt immer hin und her und her und hin. Gucken wir mal links. Vorbei an der ersten Mine. Haben wir hier irgendwo diese Glühstängel-Dinger? Nö. Nicht zu weit laufen, sonst hängen wir plötzlich im Mörsergebiet. Ich würde sagen, das ist okay. Vielleicht noch ein bisschen. So. Dann sieht man uns nicht auf der Stelle. Und Alicia kommt mit 2 Bewegungen hinterher, würde ich sagen. Da sie jetzt behandelt wurde, sollte das kein Problem sein. Ja doch, sie bewegt sich schon etwas mehr. Inzwischen ist sie fast auf dem Ingenieur-Level. Okay, da haben wir eine Menge Platz. Vorsichtig mit der Mine. Und erledigt. Schade, dass Welke kein Ingenieur ist. Der hätte die ganzen Minen entschärfen können. Gut, bei dem Mörser kommen wir gerade eh noch nicht wirklich vorbei. Wir heben uns den Kommandopunkt auf für den Fall, dass es nächste Runde enger wird. Können wir Alicia vielleicht 3-mal aktivieren, Welkin 1-mal und durch das Mörsergebiet durchlaufen. Viele Soldaten scheint es ja nun nicht mehr zu geben. Was die Mörserbesatzung natürlich nicht davon abhält. Im Gegenteil, das sollte sie ermutigen. Wenn die Patrouillen sich nicht mehr melden, dann wird das Gebiet vielleicht jetzt etwas wilder bombardiert. Davon haben wir die nächste Halbpflanze. Keine dummen Sprüche von wegen Heilkräuter und so weiter. Ja, und schon fast rausgeschafft aus dem Gebiet. Da können wir Alicia gleich nochmal behandeln und nochmal weiterlaufen mit beiden. Keine große Sache. Alicia, here's some more Ponissera. Let's get this on that ankle. All right. Spitze das. Thanks. It hurts even less now. Ja, da haben wir ganz am Anfang schon mal eins übersehen. Schade eigentlich, sonst hätten wir Alicia bis zum Ende der Mission vielleicht wieder auf volle Einsatzkraft gekriegt. Gut, hier haben wir 2 Minen, 2 Suchscheinwerfer. Und die bewegen sich ganz schön weit. Gefällt mir gar nicht. Da drüben ins Gemüse sollten wir es schaffen. Super Sache das. Okay. Ich habe das Gefühl, wir haben es so gut wie geschafft. Bleibt nur noch der Scheinwerfer hier oben und da haben wir ja diese Grasfläche dafür. Super Sache. Ja, sind wir fast durch. Alicias Knöchel scheint es auch wieder besser zu gehen. Sie ist schon fast wieder auf dem Damm. Humpelt zwar noch ein bisschen, aber Bewegungsreichweite passt. Dann legen wir sie mal neben ihren geliebten Welkin. Dann können die beide, ich weiß nicht, ganz viel Brot backen oder so. Ja, den Mörser haben wir weit hinter uns gelassen. Bei meinem Glück taucht der Mörser gleich auf dem Zielgebiet auf. Und verschwindet da nicht mehr. Lässt sich dann aber nicht mehr ändern. Ich bin mir außerdem nicht sicher, ob wir da jetzt noch wirklich Rücksicht auf die Suchscheinwerfer nehmen müssen. Klar ist, wir sollten hier weg. Haha!
Ist gut, lauf, 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 lauf. Ah, gut. Looks like I managed to sneak past all right. Gut, gut. I wonder if Welkin's almost here. Du hast ihn gerade eben im Gras. Das hat ein paar Sekunden gedauert. Ganz entspannt, Alicia. Dein Welkin ist gleich da. Wir müssen nur schauen, dass wir ihn hier durchkriegen. Aber er ist viel schneller unterwegs als Alicia. Ihn müssen wir, glaube ich, nicht mal im Gras verstecken. Wir laufen einfach hinter dem Suchscheinwerfer her. Und Problem gelöst. Na also, hatten wir auch mal eine Schleichmission. Ist ja nicht immer nur großes Schlachtfeld und Piu Piu. We should be safe here, at least for a little while. Mhm. Let's look for a spot where we can rest. Okay. Right. It's too dark to cover much ground, even if we tried. So wie du humpelst, schaffen wir das auch nicht. Da hast du recht. Ja, also inzwischen gegen die Mission guter Fach und Geld, Münzen, was auch immer. Ich muss mal rauskriegen, wie die Währung hier heißt. Und wir haben mal wieder eine Trophäe, aber ich glaube, das habe ich schon mal erklärt. Die sind nicht so ganz prickelnd, die Knarren. Da benutze ich lieber die aus unserer Forschungsabteilung. Da arbeiten zwar ein paar enorme Spinner, aber die Sachen, die sie produzieren, sind gut. How's your ankle holding up? Sorry to make you walk so far on it. No, it's not too bad. Don't worry. Nein, 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 du spürst ihn nur nicht, weil er betäubt ist. That's good. Still, let's get an herbal compress on it just in case. It just figures you'd know about herbs, Welkin. Ja, also da muss ich ihr recht geben. Hin und wieder ist es doch mal nützlich, so ein Wissen zu haben. Auch in Zeiten moderner Medizin, wenn man in der Wildnis gefangen ist und ja, kein Aspirin hat oder keine Salbe. Aber mal im Ernst, wie oft braucht man so ein Wissen? Gibt's Nützlicheres? This here is called Aloe Severa. It's a succulent in the lily family. Aha. There's a jelly substance inside its leaves that helps combat swelling. Naja. I should start calling you Dr. Nature. Na bitte nicht. Very well, Doc. I entrust my ankle's care to you. Aha. Okay, jetzt habt ihr eine kleine Auszeit von der Truppe, seid ganz allein in der Wildnis, in einer einsamen Hütte. Ich mach die Kamera gleich aus und lassen wir die beiden alleine, oder? Thanks, Doc. I'm just glad we found something to help you. The pain should ease with time, too. So, Welkin, what got you interested in nature to start with? Ja, was treibt einen Biologiestudenten an? Das kann ich mir kaum vorstellen. Dein Dad war General in einem Krieg. General Gunther's? Yeah. Whenever he came home, we'd take a trip collecting bugs in the mountains or swimming. Somewhere along the way, going on those trips turned into a love of nature for me too. Ah, also war dein Vater auch schon so ein Spinner? Spinnen in Anführungszeichen natürlich. Gebildete Menschen, warum nicht? The general out collecting bugs? That's unexpected. Oh ja, hätte ich auch nicht erwartet. Maybe so. I guess other people see him as a big stoic military hero. Ja, sorry, so wurde er bisher beschrieben. He had his own share of worries though. Yeah? My mom died as a casualty of the First European War. I don't think Dad ever got over the fact that he couldn't protect her. But everybody else was always praising him for being a great hero. The war won him respect and adulation, but it also cost him the love of his life. Krieg ist scheiße. Überall. Zu jeder Zeit. I think that always weighed on him. That question of what he fought the war for. I had no idea. But when he was out in the woods playing with me, he was always so bright and happy. Maybe I fell in love with nature because it always put the smile back on my dad's face.
Oh, das ist doch mal eine schöne Sache. Okay, dann hätten wir das geschafft. Und ich würde sagen, halbe Stunde ist okay. Wir beenden die Sache hier mal. Wir haben dann in der nächsten Episode mal wieder ein bisschen mehr Videozeit. Ich denke, am gleichen Tag lade ich dann auch noch mal ein oder zwei Bonusvideos hoch. Mal sehen. Ihr kommt auf jeden Fall nicht zu kurz. Wenn ihr wollt, sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und haltet euch steif. Ciao.